Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Mascha und wir machen heute ein Sonnengruß-Tutorial zusammen. Das heißt, wir schauen uns den ersten Sonnengruß zu Namaskar A ein bisschen genauer an, nehmen uns ganz viel Zeit, damit wir sehen können, aus welchen Positionen er besteht und wie wir die miteinander verbinden. Wir haben ja normalerweise in den Yoga-Klassen meistens eher so eine fließende Abfolge von den Sonnengrüßen. Deswegen ist es ganz schön, wenn wir uns das heute ein bisschen mit mehr Zeit anschauen. Wir machen das erste Mal wirklich Pose bei Pose und dann noch ein paar Durchläufe, wo wir auch die Atmung mit dazu nehmen und dann Atmung und Bewegung miteinander verknüpfen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. So, dann starten wir jetzt direkt mit der ersten Position aus dem Sonnengruß. Das ist Tadasana. Komm dafür an den Anfang deiner Matte und kannst entweder die Füße hier hüftbreit auseinandernehmen oder die großen Zehen zusammen und die Fersen leicht auseinander. Schau doch, was sich für dich jetzt besser anfühlt hier als Basis. Und dann, egal wo du bist, press die Füße in die Matte nach unten, press alle Zehen in die Matte. Spreiz gerne die Zehen auch so ein bisschen und zieh dann das Fußgewölbe nach oben hoch, dass hier die Innenseite des Fußes sich so ein bisschen anhebt. Zieh dann die Kniescheibe nach oben und spann die Oberschenkel an. Spann auch hier die seitliche Po-Muskulatur an. Stell dir vor, du hast einen Block zwischen den Oberschenkeln und willst es so zusammenpressen. Pass dann auch, dass dein Becken hier nicht nach hinten kippt, sondern der untere Rücken ganz lang bleiben kann. Zieh dafür den Bauchnabel nach innen und stell dir vor, du willst im Bereich zwischen Brustkorb und Hüftknochen so ein bisschen zusammenziehen. Lass die Arme ganz locker entlang des Körpers hängen. Roll vielleicht nochmal die Schulter nach oben und zurück. Richte dich hier auf. Zieh die Schlüsselbeine ein bisschen nach hinten, um hier den Brustkorb leicht zu öffnen. Hände sind entlang des Körpers. Blick ist geradeaus. Kinn ist parallel zur Matte. Schau, dass dein Kinn hier nicht so nach vorne wegdriftet, sondern über den Nacken in Verlängerung der Wirbelsäule. Das heißt, du kannst dir vorstellen, du hast vielleicht eine Wand hinter dir und willst jetzt den Hinterkopf gegen die Wand schieben. Richte dich auf, werde vielleicht noch ein bisschen größer, zieh den Scheitelpunkt hier nach oben raus. Tadasana. Die nächste Position, Urdhasthasana. Die komplette Basis bleibt, wie sie jetzt gerade ist. Beine bleiben angespannt, Unterrücken bleibt lang. Und dann heb die Arme einmal über die Seite nach oben. Dreh dich kurz zur Kamera. Du kannst die Hände jetzt entweder schulterbreit auseinanderlassen oder vielleicht die Handflächen zusammennehmen. Finde deine Variation, beides ist richtig. Und dann passiert auch, dass du die Arme nach oben hebst, den Rücken ganz lang lässt. Man tendiert dazu manchmal vielleicht so ein Hohlkreuz zu machen. Das heißt, zieh hier den Bauchnabel wieder nach innen und mach den unteren Rücken lang. Der Po bleibt angespannt und dein Blick vielleicht Richtung Hände nach oben. Urdhasthasana. Mit der Ausatmung, nimm jetzt die Arme über die Seite, beugt die Knie, beugt dich nach vorne und setzt die Hände auf der Matte ab. Vielleicht kannst du die Handflächen absetzen, vielleicht auch nur die Fingerspitzen und versuch den Rücken ganz lang zu lassen. Beug die Knie und dann lass den Kopf locker hängen für die Vorbeuge. Du kannst vielleicht versuchen, die Beine noch ein bisschen mehr zu strecken, aber wichtig ist, dass der Rücken lang bleiben kann. Wenn du merkst, dass du den Rücken rundest, beug die Beine wieder ein bisschen mehr. Lass dich nach unten sinken, versuch den Bauch Richtung Oberschenkel abzusenken. Das Gewicht ist mehr in den Fußzehen. Uttanasana. Mit der nächsten Einatmung komm jetzt nach oben, heb den Blick. Adha Uttanasana, das ist die halbe Vorbeuge. Der Rücken ist jetzt ganz lang. Und du kannst die Hände entweder auf den Schienbein absetzen oder an den Oberschenkel, je nachdem, wie weit du nach unten kommst. Blick ist leicht gerade ausgerichtet. Und stell dir vor, du willst die Sitzknochen leicht zur Decke nach oben kippen, dass das Becken hier so ein bisschen nach oben kippt und der untere Rücken ganz lang werden kann. Adha Uttanasana. Mit der Ausatmung, lass dann die Hände auf der Matte ab, nimm die Füße zurück, Plank-Position. Die Schultern sind über den Handgelenken. Versuch jetzt den Bereich zwischen den Schulterblättern nach oben rauszuschieben. Zieh den Bauchnabel nach innen. Spann den Po an, stell dir vor, du presst wieder diesen Block zwischen den Beinen zusammen. Die Fersen schieben nach hinten raus, die Beine sind ganz lang. Blick ist Richtung Matte nach unten. Pass auf, dass du dich nicht durchhängen lässt und das Becken aber auch nicht nach oben anhebst, sondern eine gerade Linie bildest. Einatmen hier. Und mit der Ausatmung setzt Knie und dein Brustbein und Kinn auf der Matte ab. Beug dafür jetzt die Arme nach hinten, die Ellbogen gehen nach hinten raus. Oberarme bleiben am Oberkörper und du sinkst hier nach unten.
Schieb dich dann nach vorne raus. Leg die Fußoberseiten auf der Matte ab. Cobra Pose. Alle zehn Zehen pressen hier in die Matte rein. Stell dir vor, du hast immer noch diesen Block zwischen den Oberschenkeln, den du hier zusammen presst. Aktiviere die Po-Muskulatur, lass den unteren Rücken ganz lang, zieh den Bauchnabel nach innen, um auch die Bauchmuskulatur zu aktivieren. Und dann schieb jetzt den Brustkorb nach vorne raus, sodass wir den oberen Rücken öffnen. Roll die Schultern zurück. Die Schulterblätter ziehen zusammen, die Ellenbogen kommen ganz nah an den Körper ran. Versuch dann ganz wenig Gewicht mit den Händen drin zu haben, dass du dich hier mit der Rückenmuskulatur ein bisschen hältst. Der Blick ist geradeaus. Und schieb deinen Brustbein noch ein bisschen mehr nach vorne raus. Die Cobra Pose. Dann mit der nächsten Ausatmung stell die Fußzehen hinten auf. Schieb jetzt die Hüfte Richtung Fersen nach hinten. Der Rücken wird ganz lang und dann streck langsam die Hüfte Richtung Decke nach oben für einen herabschauenden Hund. Kannst du einen herabschauenden Hund die Knie gerne bis zum Beugen willst. Auch hier ein herabschauender Hund jetzt wieder eine ganz lange Wirbelsäule haben. Und dann lass die Fersen ganz sanft Richtung Matte nach unten sinken. Mein Bauch will Richtung Oberschenkel lang schieben. Meine Arme sind ganz lang. Füße sind hüftbreit auseinander. Die Hände schulterbreit auseinander. Wenn es zu viel ist, kannst du die Hände auch ein bisschen weiter auseinander aufsetzen. Fächer deine Finger hier schön auf und verlagere das Gewicht in die komplette Handfläche und Finger rein, dass du nicht nur auf den Handballen sitzt. Stehst. Und dann schieb das Becken jetzt nach hinten, oben raus und lass die Fersen langsam sinken. Du kannst auch hier nach und nach vielleicht anfangen, die Beine ein bisschen mehr zu strecken, aber pass auf, dass du nicht in so eine Rundung reinkommst. Wenn du merkst, der Rücken rundet sich, beugt die Knie wieder ein bisschen mehr. Atme, Mukha Svanasana, der herabschauende Hund. Von hier aus gehen wir wieder nach vorne, schau zu deinen Händen nach vorne und dann mach zwei große Schritte zu deinen Händen. Wenn es zu viel ist, kannst du auch einfach mehrere Schritte machen vom herabschauenden Hund. Lauf mit den Füßen nach vorne. Ist deine Wahl. Und dann kommen wir wieder in die halbe Vorbeuge. Adho Uttanasana. Lass die Hände auf den Schienbein ab. Vielleicht auch an den Oberschenkeln. Wie eben auch. Der Rücken ist ganz lang. Blick ist leicht geradeaus. Mit der Ausatmung beugen wir uns dann wieder nach vorne. Uttanasana, die Vorbeuge, wie am Anfang. Beugt die Knie, versucht den Bauch auf den Oberschenkeln abzusetzen. Lass den Rücken ganz lang, den Nacken locker hängen. Mit der nächsten Einatmung heben wir dann die Arme über die Seite nach oben, beugt bis in die Knie. Ahastasana. Und ausatmen, lass die Hände wieder sinken. Wir sind zurück in Tadasana. Wir gehen quasi rückwärts wieder nach oben, wie wir vorher runtergegangen sind. So, das war die erste Runde. Wir machen das Ganze jetzt nochmal ein kleines bisschen fließender. Komm also wieder an den Anfang deiner Matte oder vielleicht bist du auch noch da. Fersen sind leicht auseinander oder Füße hüftbreit auseinander. Richte dich hier auf. Und dann mit der Einatmung hebt die Arme über den Kopf nach oben. Schau vielleicht mit den Händen nach oben. Lass den unteren Rücken ganz lang. Zieh die Hände noch ein bisschen weiter nach oben raus. Mit der Ausatmung lass die Arme über die Seite nach unten sinken, beug die Knie, Uttanasana, die Vorwärtsbeuge, setz die Hände auf der Matte ab, vielleicht auch nur die Fingerspitzen. Lass den Rücken hier ganz lang und die Knie so gebeugt, wie du es brauchst. Mit der Einatmung richten wir uns dann auf, Adho Uttanasana, der Rücken wird ganz lang, Blick ist leicht geradeaus. Das Becken ist so ein bisschen gekippt, dass der untere Rücken sich hier richtig verlängern kann. Mit der Ausatmung setzen wieder die Hände auf der Matte ab, legen die Füße zurück für eine Plank-Position. Der Bauchnabel zieht nach innen, schiebt den Bereich zwischen den Schulterblättern nach oben raus. Einatmen hier, bleibt ganz aktiv. Und ausatmen, setzt Knie und dann Brustbein und Kinn auf der Matte ab, Ellenbogen bleiben am Körper, sink hier langsam nach unten, aktiviere die Schultermuskulatur. Mit der Einatmung schiebst du dich dann nach vorne. Leg die Fußoberseiten auf der Matte, press alle 10 Zehen in die Matte, die Beine sind ganz aktiv. Zieh den Bauchnabel nach innen, roll die Schultern zurück, zieh die Schulterblätter hinter dem Körper zusammen, schieb das Brustbein nach vorne raus, Cobra Pose. Mit der Ausatmung stell die Fußzehen auf, schieb die Hüfte Richtung Fersen nach hinten
Und dann nach hinten oben herabschauender Hund, Adho Mukha Svanasana. Wir bleiben normalerweise immer ein paar Atemzüge hier im herabschauenden Hund. Und versuch dich hier richtig schön lang aus den Schultern wieder rauszuschieben, beug gerne bis in die Knie. Lass den Kopf ganz locker hängen. Blicke sich dann Knie oder Füße nach hinten. Schau dann zu deinen Händen nach vorne. Mit der nächsten Einatmung setze jetzt die Füße zwischen die Hände, entweder mit mehreren Schritten oder vielleicht zwei große Schritte nach vorne. Und heb dann direkt wieder die Hände an die Schienbeine oder an die Oberschenkel für diese halbe Vorbeuge. Mit der Ausatmung beug dich nach vorne. Uttanasana, die Vorbeuge, beug die Knie. Einatmen, beug die Knie, heb die Arme über die Seite nach oben. Urdhva-Hastasana. Ausatmen, Tadasana wieder am Anfang der Matte. Wir machen jetzt noch eine letzte Runde und verbinden Atmung mit Bewegung, so wie man es normalerweise in den Sonnengrüßen macht. Es gibt dann diese fließende Abfolge. Mit jeder Einatmung und Ausatmung kommt man in eine neue Position. Wir machen das ganz in Ruhe und schön langsam. Starten wieder in Tadasana am Anfang der Matte. Leg es gerade aus. Und dann mit der Einatmung hebt die Arme über den Kopf nach oben. Urdhva-Hastasana, Blick vielleicht Richtung Hände. Ausatmen, beug die Knie, beug dich nach vorne. Uttanasana, der Rücken bleibt lang. Einatmen, hebt den Blick, mach den Rücken lang. Adho Uttanasana, die halbe Vorbeuge. Ausatmen, setz die Hände auf der Matte ab, nimm die Füße zurück. Einatmen in der Plank-Position. Ausatmen, sitzt Knie, Brustbein, Kinn auf der Matte ab, Ellenbogen bleiben am Körper. Einatmen, schieb dich nach vorne oben, Cobra Pose. Und ausatmen, sitzt die Fußzehen auf, schieb dich zurück, herabschauender Hund. Nimm jetzt ein paar Atemzüge hier im herabschauenden Hund. Schieb die Hüfte ganz lang nach hinten oben raus, beug gerne ein bisschen die Knie, dass den Nacken locker. Und dann schau zu deinen Händen nach vorne. Mit der nächsten Einatmung setzt die Füße zwischen die Hände. Komm direkt nach oben, halbe Vorbeuge. Ausatmen, beug dich nach vorne. Uttanasana, beug die Knie, lass den Rücken ganz lang nach unten sinken. Einatmen, heb die Arme über den Kopf. Urdhva-Hastasana. Ausatmen, Tadasana. Sehr gut, das waren unsere Sonnengrüße, mein kleines Sonnengruß-Tutorial für euch. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß dabei. Wenn ihr eure Sonnengrüße dann ein bisschen öfter geübt habt und es ein bisschen weiterentwickeln möchtet, schaut euch gerne mal mein Vinyasa-Tutorial an. Ich verlinke euch das auch hier. Da lernt ihr nochmal eine andere Abfolge durch Chaturanga und Heraufschauenden Hund. Nur eine kleine Option. Genau, dann schreibt mir gerne eure Kommentare unter das Video, klickt den Like-Button, wenn es euch gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und ich freue mich drauf, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss!